Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir schauen heute 20 alltägliche Dinge, mit denen ihr sofort aufhören müsst. Ich bin mal gespannt, was wir so alles falsch machen, was wir ändern müssen. Ich hoffe nicht so viel. Und let's go. Hey, willkommen zu einem neuen Video. Jeden Tag treffen wir zahllose Entscheidungen, die unser Leben beeinflussen, von der Ernährung bis zur Unterhaltung. Einige dieser Entscheidungen sind harmlos, aber andere können auf lange Sicht negative Folgen für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden haben. Wir alle wissen, dass Veränderungen schwierig sein können, aber oft sind sie die Mühe wert. Heute zeigen wir euch 20 alltägliche Dinge, die ihr nie wieder tun solltet. Ich bin gespannt. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Nummer 20. Hör auf, Angst vor dem Versagen zu haben. Wir haben uns alle schon einmal dessen schuldig gemacht. Wir folgen dem traditionellen Weg und sagen, dass wir nur die Angst vor der Angst selbst fürchten müssen. Aber wenn es um die Möglichkeit des Scheiterns geht, hält uns die Angst davon ab, es überhaupt zu versuchen. Und wenn wir auf andere schauen, zum Beispiel auf Vorbilder, Helden oder Berühmtheiten und sehen, dass auch sie gescheitert sind, wird diese Angst noch lähmender. Aber das Hoppala. muss nicht so sein. Die Gebrüder Wright zum Beispiel bauten zunächst das schlechteste Flugzeug der Welt. Aber sie gaben ihr mehrere Chancen und versuchten es immer wieder. Und seht, wo sie jetzt sind. Wir haben Flugzeuge, die uns auf die andere Seite der Welt bringen. Hört also auf, euch selbst davon abzuhalten, etwas zu tun und zu erreichen, und gebt euren Träumen eine Chance. Du wirst vielleicht scheitern, aber das ist in Ordnung. Versuch es weiter, verbessere dich weiter und gib nicht auf. Und wer weiß, wo du am Ende landen wirst. Habt ihr Angst vor Versagen? Also ich manchmal. Also wenn ich dann so sehe, was so bei den anderen so passiert und dann gucke ich mich an. Zum Beispiel jetzt meine Klicks auf YouTube oder meine Streams auf Twitch. Ich denke, es kommt mit der Zeit. Also ich gebe nicht auf, ich mache einfach weiter, aber ich denke, irgendwann kommt die Zeit, wo die Leute reinkommen und das anschauen werden. Ich glaube, solche Einstellungen braucht jeder. Nummer 19. Riechst du nicht nach Rosenblättern? Das heißt aber nicht, dass du jeden Tag duschen und dein Haar mit Shampoo waschen musst. Untersuchungen haben gezeigt, dass zu häufiges Duschen die Haut austrocknen und Juckreiz verursachen kann. Eure Haut hat natürliche Öle, die sie vor Bakterien schützen, und zu häufiges Waschen kann diese Öle wegspülen und schädliche Bakterien eindringen lassen. Und wenn ihr glaubt, dass eure Haare so oft gewaschen werden müssen wie eure Zähne, dann irrt ihr euch. Zu viel Shampoo kann eure Kopfhaut austrocknen und zu Haarbruch führen. Wie oft ihr euer Haar waschen solltet, hängt jedoch von eurem Haartyp ab, der Menge des verwendeten Shampoos und der Gründlichkeit der Haarwäsche. Bevor ihr also unter die Dusche springt und euch von Kopf bis Fuß wascht, denkt daran, weniger ist manchmal mehr. Gönnt eurer Haut und eurem Haar eine Pause und lasst die Natur ihre Arbeit tun. Und wenn sich jemand über euren leichten Moschusgeruch beschwert, sagt ihm einfach, dass ihr damit beschäftigt seid, eure wertvolle Haut und euer Haar zu schützen. Wie oft geht ihr denn duschen oder baden? Sehe ich alle 2 Tage oder so? Nur das Händewaschen ist zu oft. Ich spüre das jedes Mal, wenn ich meine Neurodermitis kriege. Haare waschen tue ich auch nur 2 Mal in der Woche. Weil meine Haare gingen schon mal kaputt, nachdem ich sie sehr oft gewaschen habe. Nummer 18. Nichts ist so ärgerlich wie jemand, der mit der Hand niest und dann fröhlich weiter alles um sich herum berührt. Kommt schon, Leute, das ist einfach eklig. Wenn du krank bist, bedecke deinen Mund und deine Nase mit einem Taschentuch und wirf es weg, bevor du dir die Hände wäschst. Was aber, wenn du Oh keinen ja, das ist Taschentuch echt dabei hast? widerlich. Benutze deinen Ellenbogen zum Niesen und Husten. Ja, euren Ellenbogen. Das hört sich vielleicht komisch an, aber es ist eine sehr clevere Methode, um die Verbreitung von Bakterien zu verhindern. Auf diese Weise müsst ihr nicht befürchten, andere krank zu machen. Wenn du denkst, dass du komisch aussiehst, wenn du in deinen Ellenbogen niest, dann denk daran, dass es eigentlich ziemlich cool aussieht. Es ist wie eine Art Ninja-Bewegung, um Keime zu besiegen. Also lasst es uns alle ausprobieren und diese einfache Regel befolgen. Auf diese Weise können wir alle gesund bleiben. Ja, wenn sich nur Nummer welche dran 17. halten würden. Wir alle wissen, dass Sport gut für unseren Körper ist. Aber wusstest du, dass es nicht ratsam ist, die Muskeln direkt vor dem Schlafengehen zu trainieren? Ja, ihr habt richtig gehört. Es ist verlockend, sich nach einem langen Tag auf die Couch zu legen und zu schwitzen, bevor man zufrieden einschläft. Aber leider funktioniert unser Körper so nicht. Sport vor dem Schlafengehen steigert die Wachsamkeit und stimuliert das Nervensystem, wodurch ihr wieder wacher werdet. Es kann aber auch das Okay. Muskelwachstum beeinträchtigen und dazu führen, dass ihr mit einem zusätzlichen Muskelkater aufwacht. Ihr wollt also gut schlafen? Haltet einen Abstand von mindestens 90 Minuten zwischen eurem Training und dem Zeitpunkt, an dem ihr zu Bett geht. So hat euer Körper Zeit, sich auszuruhen, und ihr könnt ohne Ablenkungen vor euch hinträumen. Nummer 16.
Ja, wir wissen. Manchmal möchte man einfach nur schnell etwas in der Mikrowelle aufwärmen. Aber wir alle kennen die Enttäuschung über eine heiße Pizza, die an manchen Stellen noch kalt war. Wenn euch das passiert ist, dann habt ihr die Mikrowelle wahrscheinlich falsch benutzt. Die kann man falsch benutzen? Das ist der richtigen Strategie. Einfach das Essen in die Mitte des Tellers werfen? Das ist genauso falsch wie eine falsche Bestellung in eurem Lieblingsrestaurant. Richtig ist es, das Essen an den Rand des Tellers zu schieben und in der Mitte ein Loch zu lassen. Auf diese Weise wird das Essen gleichmäßig erhitzt und bleibt warm. Aber das ist noch nicht alles. Achtet darauf, die Speisen mit einem mikrowellengeeigneten Deckel oder einer Folie abzudecken, damit sie nicht austrocknen. Mit diesen Tipps könnt ihr von nun an jede Mahlzeit perfekt in der Mikrowelle erwärmen. Nummer 15. Habt ihr schon einmal darüber nachgedacht, die Temperatur eurer Dusche zu reduzieren? Eine kalte Dusche zu nehmen, während die Heizung läuft, ist nicht nur eine echte Willensanstrengung, sondern das auch... Das sieht aber zu kalt aus. Kalte Duschen sind nicht nur gut für euer Haar, sondern werden auch von Sportlern empfohlen, weil sie Schmerzen und Entzündungen reduzieren, Stress abbauen und Muskelkater lindern. In dem Moment, in dem das kalte Wasser eure Haut berührt, löst es einen Schock aus, der euren Blutkreislauf wie kein anderer anregt. Und wenn ihr glaubt, dass warme Duschen besser für eure Haut sind, irrt ihr euch. Kalte Duschen helfen, die Poren zu schließen und die Feuchtigkeit zu speichern, wodurch eure Haut straffer und strahlender wird. Hört sich das nicht fantastisch an? Schreibt in den Kommentaren, ob ihr eher so der Warm- oder Kaltdusche seid. Ich dusche eher so mittendrin. Also es ist nicht zu warm, aber auch nicht zu kalt. Es ist einfach so zwischendrin, das ist einfach perfekt. Nummer 14. Weißbrot ist nicht nur schlecht für die Taille, sondern auch in vielerlei anderer Hinsicht. Es ist wie ein Stück Pappe, das mit Zucker gefüllt ist. Es ist so, als würde man eine ganze Flasche Sirup trinken und dann die Pappe essen. Aber wir alle lieben Brot, besonders wenn es frisch gebacken ist. Was ist also die Alternative, werdet ihr euch fragen? Die Antwort ist einfach: Vollkornbrot. Vollkornbrot oder Sauerteig. Ich mag kein Vollkornbrot. Das ist eine Party für euren Darm. Es enthält die richtige Menge an Ballaststoffen und Eiweiß, die euer Körper braucht, und es macht euch satt, ohne dass zusätzlicher Zucker zugesetzt wird. Ich esse mehr Dinkel. Seid, bietet euch Vollkornbrot eine breitere Palette an Geschmacksrichtungen als Weißbrot. Verabschiedet euch also von Weißbrot und beginnt ein gesünderes Leben, indem ihr Vollkorn- oder Sauerteigbrot esst. Nummer 13. Wir alle wissen, dass Wasser trinken wichtig für unser Wohlbefinden ist. Aber was wäre, warum nicht im Stehen trinken? Ich trinke immer im Stehen. Falsche Art und Weise zu allen möglichen Gesundheitsproblemen führen kann. Wenn ihr Wasser wie ein durstiger Pelikan hinunterschluckt oder sogar im Stehen statt im Sitzen trinkt, stört euch das Flüssigkeitsgleichgewicht in eurem Körper. Das kann zu Nierenschäden führen und dazu, dass Wasser in die Speiseröhre spritzt und den Schließmuskel beeinträchtigt. Das ist nicht gut. Die Folgen: Arthritis, Geschwüre und sogar saurer Reflux. Und als ob das noch nicht genug wäre, werdet ihr wahrscheinlich auch noch Durst haben. Was ist also die richtige Art, Wasser zu trinken, werdet ihr euch fragen. Achtet darauf, dass ihr langsam und stetig trinkt und euch die ganze Zeit die Zeit nehmt, jeden Schluck zu genießen. Und wenn ihr euer Wasser wirklich genießen wollt, solltet ihr euch beim Trinken hinsetzen. Dies trägt nicht nur dazu bei, das Flüssigkeitsgleichgewicht in eurem Körper aufrechtzuerhalten, sondern ermöglicht es euch auch, sich völlig zu entspannen und euer erfrischendes Getränk wirklich zu genießen. Interessant. Nummer 12. Hundebesitzer, aufgepasst. Lasst euren Hund nicht in euer Gesicht sabbern. Das mag zwar niedlich und liebevoll aussehen, ist aber ist unhygienisch. Eklig und kann sogar gefährlich sein. Hundemäuler sind nicht die hygienischsten Orte, im Gegensatz zu dem, was ihr vielleicht denkt. Es ist eine Brutstätte für Bakterien und Viren und von dem Speichel, den sie produzieren, ganz zu schweigen, der ist pures Gift. Wenn ihr eurem Hund erlaubt, euer Gesicht abzulecken, kann das zu ernsthaften Gesundheitsproblemen führen. Und ja, wir wissen, dass jeder seinen Hund liebt, aber sein Atem kann auch stinken. Und habt ihr jemals einen Hund gehabt, der sich den Hintern leckt? Wir glauben nicht, dass ihr diesen Geschmack in eurem Mund habt. Nee, das will ich nicht. Das ist ja eklig. Wenn euer Begleiter zum Leben, zum Lecken nähert, denkt zweimal nach. Denkt an die Bakterien und das Risiko von Krankheiten. Und wenn ihr wirklich mit eurem Hund schmusen wollt, gibt es viele andere Möglichkeiten, dies zu tun, ohne dass ihr seinen Speichel ins Gesicht bekommen müsst. Lässt ihr euren Hund am Gesicht lecken? Also, ich nicht. Beziehungsweise, ich habe auch keinen Hund. Ich habe nur eine Katze. Aber meine Schwester hat einen Hund. Aber die leckt auch nicht an meinem Gesicht. Nummer 11. Mal ehrlich, wer hat nicht schon einmal nachts im Bett heimlich durch sein Handy gescrollt? Aber wusstet ihr, dass das eigentlich eine schreckliche Angewohnheit ist? Es könnte sogar der Grund sein, warum ihr morgens so müde aufwacht. Das blaue Licht eures Handys kann euren natürlichen Schlafrhythmus stören und euer Gehirn verwirren, sodass ihr nicht nur später einschlaft, sondern auch weniger tief schlaft und weniger ausgeruht aufwacht. Wenn ihr also vermeiden wollt, am nächsten Tag wie ein Zombie auszusehen, hört auf, direkt vor dem Schlafengehen durch Instagram oder TikTok zu scrollen. Legt das Handy weg und nehmt euch die Zeit, sich vor dem Schlafengehen zu entspannen.
Vielleicht könntet ihr ein Buch lesen, einen beruhigenden Podcast hören oder meditieren, um euren Geist zu beruhigen. Glaubt uns, ihr werdet am nächsten Morgen viel entspannter sein. Die einzige Ausnahme von dieser Regel ist natürlich das Anschauen unserer Videos. Das solltest du auf jeden Fall weiterhin tun. Mach ich. Nummer 10. Aspirin ist das Wundermittel, das wir alle als die Medizin kennen, die alles besser macht. Kopfschmerzen oder Magenschmerzen, die meisten Menschen greifen zu einem Aspirin. Aber wusstet ihr, dass die Einnahme von zu viel Aspirin mehr Schaden als nützen kann? Ja, das ist wahr. Es kann zu Blutungen im Magen-Darm-Trakt und im Gehirn führen. Bevor ihr also ein Aspirin einnehmt, solltet ihr überlegen, ob ihr es wirklich braucht. Denn sonst könntet ihr als wandelnder Blutbeutel enden. Und seien wir ehrlich, das will niemand. Was solltet ihr also tun? Nun, zunächst einmal solltet ihr aufhören, Aspirin zu nehmen, als wäre es ein Bonbon. Und wenn ihr Herzprobleme habt, besprecht die möglichen Risiken und Vorteile mit eurem Arzt, bevor ihr euch wieder für die Einnahme von Medikamenten entscheidet. Denkt daran, vorbeugen ist besser als heilen. Ich nehme lieber Hausmittel. Nummer 9. Auf der Toilette zu sitzen ist offenbar nicht die beste Art, sich zu erleichtern. Ja, ihr habt richtig gehört. Es ist an der Zeit, unsere Toilettengewohnheiten zu überdenken und zu unserer ursprünglichen hockenden Position zurückzukehren. Wie soll denn das funktionieren? Das anhört, aber es ist tatsächlich viel gesünder für dich. Wenn ihr in die Hocke geht, schafft ihr den perfekten Winkel, damit die Schwerkraft eure Arbeit tun kann. Dadurch entspannen sich eure Muskeln, was den Vorgang viel einfacher und schneller macht. Außerdem ist es auch besser für den Stuhlgang und kann Hämorrhoiden vorbeugen. Aber warum haben wir überhaupt mit dem Sitzen angefangen? Das frage ich mich auch. Fragen? Nun, es hat sich herausgestellt, dass das alles an unseren modernen Toiletten liegt. Die Toilette ist für die sitzende Benutzung konzipiert, aber das ist nicht die natürlichste Position für unseren Körper. Es ist vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig, aber ein Versuch ist es wert. Also wenn ihr das nächste Mal auf die Toilette geht, geht in die Hocke und spürt den Unterschied. Lasst uns in den Kommentaren wissen, wie es war. Nummer 8. Ich möchte es nicht ausprobieren. Es ist kein Geheimnis, dass wir alle heutzutage viel Zeit damit verbringen, auf Bildschirme zu starren. Aber nur wenige wissen, dass diese Angewohnheit mehr Auswirkungen hat, als nur unseren Schlafrhythmus zu stören. Zu viel Zeit am Bildschirm kann tatsächlich ernsthafte Folgen für unsere Augen und unsere Haltung haben. Es ist wie ein Schlag ins Gesicht für die Augen, denn wenn man zu lange auf den Bildschirm starrt, dringt das blaue Licht in die Augen. Das führt dazu, dass man weniger blinzelt und die Augen schneller ermüden. Auch Kurzsichtigkeit kann eine Folge von zu viel Bildschirmarbeit sein. Und vergessen wir nicht das Computer Vision Syndrom, das nicht nur trockene und müde Augen verursacht, sondern auch Nacken- und Rückenschmerzen verschlimmert. Verabschiedet euch von eurer bequemen Couchhaltung und begrüßt die ständigen Nacken- und Rückenbeugen. Es ist wichtig, gelegentlich Pausen vom Starren auf den Bildschirm zu machen. Das kann bedeuten, dass ihr die Helligkeit des Bildschirms verringert, Augentropfen verwendet, einen Timer für regelmäßige Pausen einstellt oder einfach die Bildschirmzeit insgesamt reduziert. Auf diese Weise könnt ihr die Schäden verringern, die das Starren auf den Bildschirm verursachen kann. Was aber, wenn ihr nicht ohne Bildschirm leben könnt? Dann ist es vielleicht an der Zeit, eine Brille in Betracht zu ziehen, die speziell für die Arbeit am Bildschirm entwickelt wurde. Kinder, es gibt ja eine mit. Diese Brillen verfügen über eine spezielle Beschichtung, die blaues Licht filtert und die Augen schützt. Und wenn ihr noch nicht genug Gründe habt, darauf zu achten, wie viel Zeit ihr am Bildschirm verbringt, denkt daran, dass zu viel Zeit am Telefon, Tablet oder Laptop auch zu einem verminderten Sozialleben und einer geringeren Konzentration führen kann. Was werdet ihr also tun, um die Bildschirmzeit zu reduzieren und eure Augen zu schützen? Es könnte an der Zeit sein, eure Bildschirmzeit einzuschränken oder in eine speziell für diesen Zweck entwickelte Brille zu investieren. Klappt, da würde ich lieber eine Brille dafür kaufen. Als Content Creator ist mir ja viel am PC und am Handy. Nur ich als Brillenträgerin, jetzt trage ich gerade Kontaktlinsen, ist es dann echt schwer, eine Brille auf eine Brille zu setzen. Außer ich habe meine Brille extra Gläser dran. Was noch eine Möglichkeit wäre. Nummer 7. Wir alle kennen das Gefühl, den unwiderstehlichen Drang, diesen einen riesigen roten Pickel im Gesicht auszudrücken. Aber wusstet ihr, dass dies tatsächlich zum Fluch des Pharaos führen kann? Nur natürlich nicht wirklich, sondern zu infizierten Wunden und unschönen Narben. Und glaubt uns, ihr wollt nicht mit einer Narbe herumlaufen, die wie ein Miniaturvulkan aussieht. Durch das Ausdrücken von Pickeln können Bakterien, die normalerweise auf der Haut leben, eingeschleppt werden, was zu unangenehmen Infektionen führen kann. Es ist also besser, die Pickel in Ruhe zu lassen und zu warten, bis sie von selbst wieder verschwinden. Oder noch besser, sucht euch professionelle Hilfe. Eine Kosmetikerin kann euch helfen, die Pickel auf gesunde Weise loszuwerden, ohne selbst Infektionen zu riskieren. Hört also auf. Und das sicher einen Ausschlag im Gesicht. Euch selbst auf eine gesunde und strahlende Haut. Wenn man die Sache nicht verträgt. Nummer 6. Wie viel Geld habt ihr heute ausgegeben? Wir alle wissen, dass es eine große Versuchung ist, Geld für unnütze Dinge auszugeben, vor allem wenn wir denken, dass wir es uns leisten können.
Aber das ist nicht immer der Fall, oder? Es ist besser, wenn ihr euch an euer Budget haltet und weniger ausgebt, als ihr euch leisten könnt. Ihr wollt doch nicht als trauriger Obdachloser enden, der mit seinen letzten Groschen kistenweise Bier kauft, oder? Eine Möglichkeit, sich vor finanziellen Problemen zu schützen, ist die Einhaltung von Budgets. Schaut euch eure Ausgaben an und stellt fest, wohin euer Geld fließt. Und wenn ihr etwas kaufen wollt, fragt ihr euch, kann ich mir das wirklich leisten oder muss ich meine Nieren verkaufen, um es zu bezahlen? Wenn ihr euch es wirklich nicht sicher seid, könntet ihr euch das wahrscheinlich nicht leisten. Das ist eine gute Faustregel, zumindest wenn es um große Anschaffungen geht. Es ist besser, das Geld für wichtigere Dinge zu sparen, wie einen Notfall oder einen tollen Urlaub. Ich schreibe immer meine Ausgaben rein. Es geht um Ohrenschmalz, diese gelbe, wachsartige Substanz, die manche von uns in den Wahnsinn treiben kann. Wahrscheinlich habt ihr schon einmal ein Wattestäbchen benutzt, um es zu entfernen. Aber wusstet ihr, dass ihr es damit nur noch schlimmer macht? Ja, das wusste ich. Das ist richtig. Wenn ihr ein Wattestäbchen verwendet, drückt ihr das Ohrenschmalz tiefer in den Gehörgang und erhöht das Risiko einer Beschädigung des Trommelfells. Und glaubt uns, das Letzte, was ihr wollt, ist, dass euer Lieblingssong wie ein Chor von Katzen klingt, die an einem Scheunentor kratzen. Aber seien wir ehrlich, es ist schwer, dem befriedigenden Gefühl zu widerstehen, die Ohren zu reinigen. Was solltet ihr also tun? Verwendet ein weiches Tuch, um die Außenseite eures Ohrs zu reinigen und lasst das Ohrenschmalz drin. Das Ohrenschmalz soll euer Ohr schützen und verhindern, dass Staub und Bakterien in den Gehörgang gelangen. Und wenn ihr wirklich eine gründliche Reinigung braucht, geht zu einem Fachmann. Wer weiß, vielleicht findet sich ja sogar ein verlorener Legostein im Ohr. Na genau, es passt auch rein. Nummer 4. Ihr sitzt gerade krumm und scrollt, während ihr dieses Video anseht. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt gerade euren Rücken und euren Körper auf eine Zukunft voller Elend vorbereitet. Sitzen ist bereits eine der schlimmsten Erfahrungen, die die Menschheit je gemacht hat. Und wenn ihr es falsch macht, bereitet ihr euch auf ein Leben voller Arthritis, Knochensporne und noch mehr Elend vor. Achtet also darauf, dass ihr euch regelmäßig bewegt, euch gelegentlich dehnt und eurer Wirbelsäule die Aufmerksamkeit schenkt, die sie verdient. Denn wenn euer Rücken euch vernachlässigt, wird er sich in Zukunft daran erinnern und dann werdet ihr es bereuen, dass ihr nicht mehr über eure Haltung nachgedacht habt. Ich habe aufdrücken weh. Wegen Sitzen. Seid ihr jemand, der Tomaten immer im Kühlschrank aufbewahrt? Ja. Dann müssen wir euch etwas sagen, das eure Meinung ändert wird. Es mag logisch erscheinen, Tomaten im Kühlschrank zu lagern, um ihre Haltbarkeit zu verlängern, aber das ist ein großer Fehler. Echt? Die kalte Temperatur des Kühlschranks schädigt die Zellmembran der Tomate, wodurch sich ihr Geschmack und ihre Konsistenz verändern. Statt saftig und aromatisch zu sein, wird sie matschig und schmeckt nach gar nichts. Dann tue ich gleich meine Tomaten nach dem Video aus dem Kühlschrank raus. Es ist also an der Zeit, die Tomaten aus ihrer kalten Gefangenschaft zu befreien und sie bei Zimmertemperatur aufzubewahren. Ihr könnt sie sogar in der Sonne liegen lassen, damit sie besonders reif werden. So sollen sie auch gegessen werden. Holt also die Tomaten aus dem Kühlschrank und sagt ja zu schmackhafteren Salaten und Sandwiches. Mach ich. Nummer 2. Die Beine übereinander zu schlagen ist nicht so gut für dich, wie du denkst. Ja, es fühlt aber sich es ist bequem. Ja, es sieht elegant aus, aber es kann tatsächlich zu einem erhöhten Blutdruck führen. Wenn ihr also das nächste Mal auf einem Stuhl sitzt und die Beine übereinander schlagt, denkt noch einmal darüber nach und stellt beide Füße fest auf den Boden. Aber keine Sorge, wir sind hier, um euch zu helfen. Wenn ihr auf das Gefühl, die Beine übereinander zu schlagen, nicht verzichten könnt, ist es besser, sie am Fußgelenk zu kreuzen. So leidet ihr nicht unter Bluthochdruck und könnt trotzdem das schicke Gefühl bewahren. Okay. Und wenn man dich ansieht, kannst du immer sagen, ich schlage meine Beine nicht übereinander, um cool auszusehen, sondern um meinen Blutdruck unter Kontrolle zu halten. Ich wette, ihr werdet mit eurem Wissen über Gesundheit und Etikette beeindrucken. Muss ich mir merken? Nummer 1. Das Verfallsdatum ist der geheimnisvolle Code, der uns sagt, wann wir unsere Lieblingslebensmittel in den Müll werfen müssen. Aber ist es wirklich so schwarz-weiß? Die Antwort ist ein bisschen wie eine Beziehung auf Facebook. Es ist kompliziert. Manche Lebensmittel können jahrelang haltbar sein, während andere in einem Wimpernschlag verderben. Also ja, das Verfallsdatum ist manchmal eine Lüge. Aber nein, das bedeutet nicht, dass du den 5 Jahre alten Schokoriegel ohne Konsequenzen essen kannst. Obwohl, wer weiß, vielleicht schmeckt er nach 5 Jahren besser, wie ein alter Wein. Gemüse... Also ich bin jetzt bei Eier, Fleisch und Milchprodukte sehr empfindlich. Die kommen bei mir direkt danach weg, wenn sie abgelaufen sind. Aber jetzt alles andere, also Brot bewahre ich dann noch trotzdem auf, auch wenn abgelaufen ist. Dosen müssten eigentlich dann auch noch haltbar sein, weil die ja fest verschlossen sind. Und Getränke, ist ja bloß die Flaschen, die ablaufen, nicht das Trinken. Und Obstkonserven sind so gut wie unsterblich, wenn die Dose nicht beschädigt ist. Aber verpackte Lebensmittel wie Nudeln und Müsli sind auch noch lange nach Ablauf ihres Datums genießbar, verlieren aber allmählich an Geschmack und Konsistenz. Und bei frischen Produkten kann sich das Verfallsdatum auf den Zeitpunkt beziehen, an dem das Lebensmittel am besten verzehrt werden kann, was die Qualität und nicht die Sicherheit betrifft.
folgt also eurer Nase. Vertraut eurem gesunden Menschenverstand. Ich kann meiner Nase nicht vertrauen. Wenn es aussieht oder riecht, dann werft es am besten sofort weg. Gibt es Dinge, die ihr nicht mehr tun werdet, nachdem ihr dieses Video gesehen habt? Ich werde auf jeden Fall meine Beine nicht mehr übereinander schlagen. Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, klickt auf den Bildschirm oder... Das mache ich. So. Was werdet ihr nicht mehr machen, was im Video gezeigt wurde? Also mit dem MHD, ich kann auf meine Nase kann ich gar nicht vertrauen. Es hat schon so oft was nicht gut gerochen, was noch gut war. Oder andersrum, es war noch hat gut gerochen und es war nicht mehr gut. Ja. Ich werde auf jeden Fall nicht mehr meine Beine übereinander schlagen. Das ist auf jeden Fall sicher. Und ja, schreibt mal was rein, was ihr verändern werdet. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und ein Abo. Und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.